So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Tutorial. Es ist gut angekommen bis jetzt immer. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne ein paar Tutorials machen, einfach so zwischenreihen für Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die sowas nicht wissen, zwischen den normalen Videos. Das ist, denke ich, eine ganz gute Abwechslung. Wir sind hier auf dem Tanoa-Server und ich möchte euch gerne was zeigen. Ich hoffe, hier funktioniert es und es ist hoch genug. Jeder von euch kennt das, ihr seid irgendwo obendrauf auf einem Geländer oder sonst irgendwo, backt durch den Boden oder durchs Geländer, fliegt runter und stirbt. Ausrüstung weg, ein Haufen Ärger und nur weil hier Armor Engine nicht funktioniert oder es eben ein Bug ist, was alle von uns von Armor kennen, da muss ich nicht weiter drauf gehen. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr in Hilfe von einem anderen Bug geständigerweise das Ganze überleben könnt. Ihr müsst, wenn ihr auf den Boden landet, davor einfach die Leertaste spammen, dann überlebt ihr das. Ist ein Bug, habe ich in einem Video gesehen, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Generell würde ich gern wissen von euch, was haltet ihr davon? So ist es ja im Prinzip nicht ganz realistisch und es ist auch irgendwo ein Bug-Using. Findet ihr es aber okay, wenn ihr eben irgendwo durchbuggt in Arma oder sonst irgendwas, dass ihr euch dann damit das Leben retten könnt? So, jetzt zeige ich euch das mal. Ich hoffe, ich kann hier durchspringen. Jo, geht, Leertaste. Zack, und ich lebe. Stehe, das war ganz schön hoch, also ich müsste auf jeden Fall tot sein. Und hab's überlebt. Einfach die Leertaste spammen, funktioniert. Frag mich, wieso was immer noch in dem Spiel sein kann, das eigentlich regelmäßig gepatcht wird. Andererseits freue ich mich darüber, und da können wir mit Sicherheit die einen oder anderen zustimmen, denen das schon mal passiert ist, dass man einfach irgendwo durchbuggt, seine Ausrüstung verliert und sonst irgendwas. Nur weil man irgendwo einfach wirklich durchbuggt. Ja, es ist ja, soll ja nicht so sein, dass man durch den Boden fliegt oder irgendwo durch den Felsen buggt oder was weiß ich was. Damit könnte es umgehen. Schreibt in die Kommentare, ob das okay für euch ist, was ihr davon haltet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.